Hallo zusammen und willkommen in der Schweiz. Die Schweiz, ein wahres Paradies für jeden Fotografen. Denn der größte Teil der Schweiz besteht aus Bergen, und zwar den Alpen. Die Alpen beherbergen nicht nur zahlreiche Gletscher, sondern auch Gebirgsflüsse und natürlich Wasserfälle. Dazu kommen ausgedehnte Wälder und viele kleine malerische Alpwiesen, auf denen sich die Kühe lautstark zu erkennen durch ihre Glocken tummeln. Das Wetter in der Schweiz ist durch die Berge stark beeinflusst. Nördlich der Alpen herrscht ein gemäßigtes Klima, südlich der Alpen hingegen ist es eher mediterran mit sehr warmem Sommer und milden Wintern. In den Bergen selber wird es im Winter recht kalt und oft fällt sehr viel Schnee. Zudem gibt es in der Schweiz einige seltsame Regeln und Gesetze. So ist den Schweizern die Nachtruhe sehr wichtig. Das heißt, ab 22 Uhr ist es sogar verboten, die Klospülung zu benutzen. Auch der freie Blick auf die Berge soll gefördert werden. Darum dürfen Schweizer am Sonntag beispielsweise draußen keine Wäsche zum Trocknen aufhängen. Also, auf geht's in die Schweiz! Erster Tagesausflug Grindelwald. Und zwar wollten wir heute mit der First Seilbahn mal fahren. Das Ganze haben wir online am Vortag bereits gebucht. Kostet für zwei Personen nette 140 Euro. Jetzt haben wir heute folgendes Problem. Wir waren gerade oben an der Kasse, aber es ist sehr, sehr windig. Das heißt, heute fährt die First Seilbahn nicht. Gut, das ist ja grundlegend kein Problem. Aber was ich ein bisschen problematisch finde, gerade wenn die Urlaubskasse doch ein bisschen knapp kalkuliert ist, tja, du kannst das Ganze nicht umbuchen und du kriegst auch an der Kasse nicht die vorab gebuchten Tickets erstattet, sondern kriegst jetzt hier einen kleinen netten Handzettel, dann kannst du eine E-Mail schreiben, kurz schildern, dass hier zu war und dann darfst du hoffen, dass du dein Geld zurückbekommst. Und dann, wenn du zum Beispiel morgen, wenn wir es vielleicht nochmal versuchen, nochmal herkommst und nochmal fahren möchtest oder überhaupt fahren möchtest, ja, dann bezahlst du nochmal. Das wären dann nicht mal 140, sondern bist du ratzfatz mal 280 Euro los und musst eben tatsächlich darauf hoffen, dass du deine 140 Euro, ich glaube es ja mal, erstattet bekommst. Aber erstmal musst du sie haben. Also knapp kalkulierte Kasse ist hier schnell mal eine Kostenfalle. So, wir werden jetzt aber noch ein bisschen durch den Ort schlendern. Wir haben es zwar Sonntag, aber Geschäfte haben natürlich auf. Und dann gehen wir ein bisschen shoppen. Ist ja auch nett. So viel sei an dieser Stelle aber bereits verraten. Die Stornierung des Buchungsbetrages für die Seilbahn ging problemlos vonstatten. Bereits am nächsten Tag gab es eine E-Mail mit der Bestätigung, dass das Ganze storniert ist und einige Tage später gab es dann auch die Rückerstattung des Zahlbetrages. Allerdings sollte man tatsächlich überlegen, ob es hier nicht sinnvoll ist, dann doch lieber an der Tageskasse zu buchen. Nächster Stopp, ihr Lieben, Staubbachfall in Lauterbrunnen. Dahinter mir, da seht ihr, das ganze knappe 300 Meter stürzt hier das Wasser nach unten. Ich habe schon mal die ersten Fotos probiert. Was hier natürlich hilft, ist auf jeden Fall ein CPL-Filter. Denn die Steine, die sind so nass, die reflektieren so stark natürlich auch hier das Licht. Und dann ist es im finalen Foto ohne CPL einfach nur weiß. Viel besser ist es natürlich, wenn du ein CPL hier noch benutzt. Ja, und Belichtungszeit brauchst du auch gar keinen ND-Filter, sondern ich habe hier eine Blende 18 genommen und dann bist du bei ungefähr einer Sekunde Belichtungszeit. Reicht völlig aus, um hier schon die Fließbewegung vom Wasser schön einzufrieren und auch gut darzustellen. Ne? Also ich hoffe, ich kriege jetzt hier noch ein bisschen blau. Ja, ich mache mal hier ein bisschen hoch. Das ist im Moment natürlich sehr bewölkt. Die Kuhglocken sind auch toll im Hintergrund. Ne? An jeder Straßenecke hier stehen die Kühe mit riesen Glocken. Also die Bimmeln, ne? Nicht die anderen Glocken. So, ich werde jetzt noch das eine oder andere Foto machen. Und dann kann man hier hinten, da kann man nochmal hochgehen. Und das werden wir auch gleich mal machen. Und dann werde ich mal sehen, was wir da für eine Perspektive kriegen. Und vor allem, ob die Linse da nicht nass wird beim Fotografieren.
Aufstieg zum Staubbachfall erfolgt über schmale Treppen und Stiege. Das Ganze teilweise in den Fels gehauen und man sollte sich darauf vorbereiten, dass der ein oder andere Wassertropfen einem entgegenkommt. Der Name des Wasserfalls Staubbach entstammt übrigens der Tatsache, dass durch die extrem hohe Fallhöhe des Wassers dieses hier zum Grunde hin zerstäubt wird und daher logischerweise die Namensgebung Staubbachfall entstanden ist. Tja, und wenn ihr da noch ein paar Stufen hochgelaufen seid, dann kommt ihr hier so ein bisschen seitlich am Wasserfall raus. Man kommt nicht ganz dahinter, aber na, mit ein bisschen langen Arm kann man schon ein cooles Foto machen. Auch hier, tja, Verlaufsfilter, ne, ihr seht es hier an der Seite, ist natürlich ziemlich hell. Ich habe jetzt nochmal 09er mit einem strongen Übergang genommen, um den Bereich quasi ein bisschen abzudunkeln und den Wasserfall nicht gänzlich überbelichtet zu haben. Ja, hier hoch lohnt sich aber auf jeden Fall hochzugehen. Ja, seht ihr hier, könnt ihr nochmal runter gucken. Ja, ist schon ein netter Ausblick. Na, natürlich, und die Berge könnt ihr von hier auch gut sehen. So, ich mache mich jetzt auf den Rückweg und ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal einen Kaffee. Na, wir haben jetzt einen netten Kaffee getrunken und noch ein bisschen einkaufen haben wir auch noch, denn hier ist auch am Sonntag natürlich schon mal ein Lidl offen. Ihr lieben Schweizer, ganz großes Lob muss ich euch einmal aussprechen. Es ist sehr sauber bei euch, es gibt keine Blitzer, dennoch sollte man sich natürlich an die Verkehrsregeln halten. Und was ich sehr gut finde, es gibt sehr, sehr viele öffentliche Toiletten. Das ist ja tatsächlich eine Sache, ja, die ist ja oft in Deutschland eine Mangelware. Und dann wundert man sich, warum die Leute in den Büschen verschwinden. So, hinter mir, ihr Lieben, Brienzer See. Ja, tolle Location. Ich habe jetzt quasi einfach nur an so einem, an einem Rastplatz hier angehalten, seht ihr hinter mir. Bin jetzt ein Stück weiter gegangen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch ein cooles Foto machen können. Ja, Himmel, es ist bewölkt. Ja, das ist, wie es ist. Aber wir schauen mal, ob wir hier was rauszaubern können. Ja, das Wasser ist, sieht genial aus. Ne? Hat so einen Türkiston. Das sieht schon ziemlich cool aus. So, Kamera habe ich hier schon auf dem Stativ. Jetzt gucken wir mal, was wir hier hinbekommen. Ah, hier ist so ein bisschen Kiesstrand und ihr werdet es nicht glauben, fast wie hingelegt, aber ist es tatsächlich nicht. Liegt hier, ich zoome euch das mal ein bisschen ran, ein einzelnes Blatt. Ja, schöne Farben, schöner Kontrast natürlich auch. Tja, und das versuche ich jetzt mal hier, na, mit dem See ein bisschen in Szene zu setzen. Ja, ihr seht es oben, ja, Himmel ist schwierig, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Brauchen wir auf jeden Fall einen GND-Verlaufsfilter. Boah, Bahn, ist aber laut im Hintergrund da oben. So, ich baue erstmal auf die Kamera. Ich glaube, da muss ich ziemlich dicht ran. Ja, ihr seht es hier. Ja, ich habe auch mal ein Roller-Stativ mit. Ja, das habe ich schon lange. Teste ich jetzt mal hier in der Schweiz. Gefällt mir bislang sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, ich werde hier ein bisschen ins Wasser reingehen müssen. Filter habe ich auch schon mal eingesteckt. Und zwar denke ich, ich werde hier ein bisschen länger belichten. Und zwar habe ich mir ein ND64 ausgesucht. ND64, dann habe ich einen Rechteck CPL, um natürlich die Spiegelung aus dem Wasser rauszubekommen. Und ich habe einen soften Verlaufsfilter und zwar ein 1,2er, ja, damit ich hier oben ein bisschen Struktur reinkriege. Ansonsten, ne, wenn ich mal hier unten belichte, seht ihr, das ist echt ausgebrannt. Ne? So, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Hier auf dem Display, ja. Wie machen wir denn das? Ich möchte natürlich das Blatt hier vorne in den Vordergrund gerückt haben. Ja, das heißt, wir gehen schon ziemlich dicht ran. Ihr seht, Stativ steht jetzt hier auch komplett im Wasser. So, jetzt nehme ich mal ein paar Einstellungen vor und dann sehen wir uns gleich wieder und dann zeige ich euch mal das erste Bild, was ich gemacht habe. Ich denke mal, meine Einstellungen habe ich jetzt gefunden. Wie gesagt, K9 habe ich drauf, ich habe ein Rechteck CPL, dann habe ich eine ND64 und nochmal einen GND 1.2 mit einem strongen Übergang. Lichtsituation trotzdem sehr schwierig. Wichtig hier auf jeden Fall, dass wir das Histogramm im Auge behalten. Wir sehen hier auf der rechten Seite, es sind noch keine ausgebrannten Stellen mit dabei. Dann haben wir ein ISO 100, Blende 4,5. Fokus liegt natürlich hier vorne auf dem Blatt direkt.
und dann haben wir eine Verschlusszeit von 8 Sekunden. Tja, und jetzt versuchen wir mal unser Foto zu machen. 2 Sekunden Vorauslösung habe ich nochmal mit drin und dann belichten wir jetzt hier mal 8 Sekunden lang. Sieht schon nett aus, aber ihr seht, hier oben ist natürlich sehr, sehr hell. Ist auch schon so ein bisschen diesig hinten in den Bergen. Es dämmert jetzt langsam. Wir haben es jetzt 18 Uhr, aber sieht mega aus. Auch die Wolken, wie sie jetzt nach hinten ziehen, seht ihr das, wie die ins Bild reinziehen? Na, sieht schon ziemlich cool aus. Ne? Ergibt natürlich ja so eine automatische führende Linie, also quasi natürliche führende Linien im Bild. Ah, sieht schon nicht so schlecht aus. Bei solchen Geschichten ist tatsächlich wichtig, auch mal ruhig einen Blick aufs Histogramm zu werfen und mal zu sehen, tja, wie sieht es denn auf der rechten Seite aus? Habe ich da einen ganz hohen Ausschlag rechts? Da heißt das nämlich, dass ich definitiv ausgebrannte Stellen im Foto habe. Hier geht es, hält sich tatsächlich in Grenzen, obwohl der Farbunterschied bzw. der Kontrastunterschied, ne? Kontrastunterschied, nicht Farbunterschied, der ist hier schon ziemlich gewaltig. Ne? Da ist schon, hat der Sensor schon zu tun. Selbst wenn du nachhilfst mit dem Filter. Aber no, Bild ist was geworden, auf jeden Fall. Genau. So, ihr Lieben, ah, seht ihr hier dieses, die Farbe von dem Wasser? Sieht schon cool aus. Ne? Im Übrigen, ein neues Cap. Ne? Ich war ein bisschen shoppen, habe ich ja gesagt. Ich war ein bisschen shoppen. Ist es mehr als ein Cap geworden? Ich habe jetzt 3 gekauft. Ja, fand ich alle gut, musste ich mitnehmen. So, grundlegend. Es gibt natürlich viele, viele Seen und viele Flüsse und viele Bäche. Einfach mal die Augen aufhalten und dann einfach auch mal am Straßenrand anhalten. Genau das haben wir nämlich zwischendurch auch gemacht. Also nicht nur hier, sondern wir haben kurz vorher natürlich auch schon mal angehalten. Da habe ich auch einen netten Fluss noch gefunden, wo ich das ein oder andere Foto noch mal machen konnte. Also wo ich mal anhalten, mal gucken gehen. Kann man da runtergehen, kommst du da ran, kannst du da fotografieren. Natürlich auch nur, wenn es in irgendeiner Form hier erlaubt ist. Ne? Nicht irgendwo runtergehen oder reingehen, wo abgesperrt ist oder wo es nicht erlaubt ist. So, ihr Lieben, ah, das sieht schon cool aus. Ne? Morgen stehen jetzt bei uns auch noch ein paar Sachen auf dem Zettel. Für heute werden wir Schluss machen. Ja, wir werden uns jetzt in unser Hotel begeben. Da werden wir noch nett essen zusammen. Und ja, ist natürlich ja, mehr so ein kleiner Urlaub. Ne? Da ist natürlich nicht so ein Programm, als wenn ich jetzt einen reinen Fotowalk mache. Aber das ein oder andere nette Foto konnte ich hier tatsächlich schon mitnehmen. So, wir sehen uns morgen. Bis dahin.